Europas Topclubs werben offenbar weiter um die Dienste von Neymar. Laut dem TV-Sender RRC1 strebt der FC Barcelona eine Leihe mit Kaufoption an. Der französische TV-Sender TF1 will erfahren haben, dass sich PSG ein Tauschgeschäft mit Real Madrid vorstellen kann. Rafael Varane und Vinicius Junior sollen demnach für Neymar nach Frankreich kommen. Allerdings ist Real offenbar nicht bereit, den 19 Jahre alten Brasilianer abzugeben. Neben Real und Barca zeigt laut AS und Globe Sport nun auch Juventus Turin starkes Interesse an Neymar. Die alte Dame soll PSG für den 27 Jahre alten Angreifer im Gegenzug Paulo Dybala plus 100 Millionen Euro anbieten. Die spanische Sportzeitung beruft sich dabei auf eine Quelle aus der Familie des brasilianischen Superstars. Jadon Sancho zählt zu den begehrtesten Spielern der Bundesliga. Sein Marktwert soll bereits bei einer dreistelligen Millionensumme liegen. Kein Wunder, dass die Interessenten da Schlange stehen. Laut einem Bericht der Daily Mail zeigen vor allem Manchester City und Stadtrivale United großes Interesse an ihm. In Dortmund hofft man, dass der Offensivstar noch ein bisschen für Schwarz-Gelb zaubert. Der BVB hat Sancho jetzt klammheimlich das Gehalt auf 6 Millionen Euro pro Jahr erhöht und damit verdoppelt. Und das einfach so, denn der bis 2022 laufende Vertrag wurde nicht verlängert. Der FC Augsburg hat zwei neue Spieler verpflichtet. Mit dem 35-jährigen Stefan Lichtsteiner kommt ein 105-maliger Schweizer Nationalspieler, der unter anderem für Juventus Turin und den FC Arsenal auflief, aktuell aber vertragslos war und deswegen keine Ablöse kostet. Außerdem leiht Augsburg Leverkusens Abwehrspieler Tin Yedwai für ein Jahr aus. Über die Modalitäten vereinbarten beide Clubs stillschweigen.